Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. For You mit Neon Lasercat und Zellos Q. Hallo! Heute habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht. Wir spielen heute nur mit den Charakteren, und zwar in vier Gruppen geteilt, die im ersten Smash Bros. Teil dabei waren. Und das Ganze habe ich geordnet nach der damaligen Stärkeliste, also nach der, ne, nennen wir es mal Elo. Und wir beginnen den ersten Kampf mit Pikachu, Kirby und Captain Falcon. Barry, du darfst zuerst raussuchen. Ich nehme Pikachu. Tell us. Ja, nämlich, ich bin ja prädestiniert, nämlich Kirby, oder? Gut, nämlich den Captain. Ja, also ich habe das jetzt für die ganze Folge so gemacht. Und das sind 12 Charaktere. Und wenn die Zeit für den fünften Kampf noch reicht, machen wir noch ein kleines Special dann. Okay. Ja, das weiß nicht, warum ich da noch nie drauf gekommen bin. Eigentlich ist das genau dafür gemacht, weil das immer 12 Charaktere waren, die neu dazugekommen sind. Und die jetzt auch noch drin sind zumindest. Ne? Es wurden dann noch mal ein paar rausgenommen. Und Eiskleiber, never forget. Eiskleiber, genau. Eiskleiber. Den muss ich leider aus der Liste löschen, weil den konnte ich nicht hier im Spiel. In Glurak ähnelt Eiskleiber sehr. Bitte? Glurak ähnelt Eiskleiber sehr. Ja, total. Ja, super. Besonders in ihrer Größe und so. Aber auf Kirby. Nein. Ich bin klein und süß. Ich bin klein und süß, ja. Nein, du bist nicht süß. Ich bin klein und süß. Du bist ein hässlicher Kapitän, der arbeitslos ist. Was? Wieso arbeitslos? Ja, weil du rennst erst. Ja. Ja, genau. Was? Denk da aber nach. Kann man das eigentlich auch mit den normalen spielen? Nee, okay. Ich bin gerade verwirrt. Oh. Ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt mal mit dem normalen, mit dem nicht analogen Tasten gespielt habe. War gerade nicht so mit klar. Das Steuerkreuz oder was? Ja. Nee, das ist nur zum Taunten da. Okay, dann will ich verwirrt. Tatsächlich, also du könntest das zwar selber einstellen, aber... Glaube ich nicht, dass du das gemacht hast. Es fühlt sich gerade so komisch, aber es kann auch am Controller liegen, weil ich den einfach den Switch Controller. Oh. Sehr gut. Jetzt hätten wir es abgesprochen. Ah, nein. Ey, der ist in meinen Blitz reingelaufen. Das lenkt ein bisschen, ne? Irgendwie. Pika! Ja. Pikachu! Oh Gott. Nein! Zufallsschuss. Oh ja, ein kleiner Lecker. Es leckt ganz schön, ja. Finde ich auch. Alles gut. Oh Gott. Bam. Das war halt nicht das Next Support. Das Internet wird. Ja, wahrscheinlich. Ah, tschüss. Das war überhaupt nicht. Das war absolut okay. Oh, verdammt. Das gewinnt der Barry. So, der hat seine heutige Chance genutzt. Der Kampf des Pikachus gegen das Fake Pikachu. Es lag. Pikachu! Es lag wirklich krass, ja. Ich komme. Nimm das! Nimm das! Das sieht total komisch aus. Ich kann die überhaupt nicht spielen, es ist einfach gerade. Ja. Alles gut, alles gut. Deswegen bin ich auch gestorben zweimal. Trotzdem hab ich gemacht. Schade, das sah jetzt echt ein Skill aus. Das sah super aus, Barry. Also absolut gewonnen. Absolut fertig. Vielleicht hat es auch deswegen sich so komisch gespielt, weil es so geleckt hat am Anfang. Ich war einfach mega verwirrt. Ja, das hat geleckt wie Sau, genau. So, nächste Runde wäre Fox, Yoshi, Pummeluff. Und da ich verloren habe, darf ich anfangen. Hey! Aha! Wen nimmst du? Yoshi. Ach du Scheiße. Nämlich Pummeluff. Wer muss ich jetzt nehmen? Fox? Ja. Fox. Okay, ich habe ihn zufälligerweise gerade schnell gefunden. Sehr schön. Sehr gut. Der gute Fox. Mensch, arme Captain Falcon, der ist hier komplett zerstört worden. Ja. Das erzähl doch mal, wie ist. Hätte ich fast Zellos Blade Chronicles gesagt. Ja, Zellos Blade Chronicles. Wie ist Zellos Blade Chronicles? Zellos Blade Chronicles ist ein wunderschönes Spiel. Ja, also der zweite Teil gefällt mir ganz gut. Und so Soundtrack und alles, Spiele, die Gegenden sehen Hammer aus. Einzigste, was so ein bisschen ist, es stinkt nach japanischem Storytelling. Also immer mal wieder so ein bisschen Slapstick-Humor, der eigentlich unnötig ist. Immer mal wieder so ein bisschen... Wahrscheinlich eine nackte Person des weiblichen Geschlechts. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber irgendwie so, ich weiß nicht. Es ist einfach irgendwie... Comedy dabei, die irgendwie für meinen Geschmack in dem Moment in der Szene, in der Story überhaupt nicht reinpasst. Aber. Nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit dann raus. Ja, ein bisschen die Ernsthaftigkeit weg, aber so an sich gefällt mir trotzdem ganz gut bis jetzt. Hab jetzt meine 15 Stunden, glaube ich, schon drin oder sowas, also. Läuft! Face-Attacke! Zufallsschuss! Ey, cool, die kann ich immer machen, ohne dass die zu Ende ist. Oh, verdammt. Genau, tödlich, Rikus. Sehr schön. Ja, ich bin im Moment so ein bisschen dabei, habe ich ja eben vor der Aufnahme schon erzählt, mir Wii und Wii U-Spiele probieren günstig zu kaufen, die ich noch nicht habe gebraucht, zum Sammeln. Okay. Oder halt auf jeden Fall spielen. Ja, zum Sammeln, tauschen. So macht man das. Und habe mir dann bekommen, Hunt for Returns für 10 Euro und Mario Party 8 für 10 Euro. Da
ergattern können. Richtiger Schnapper quasi. Ja. Das ist der richtige Moment auf Spaß nach Wonderful 101, weil ich das noch nachholen möchte irgendwann mal. Mach das, es ist nur ein frustrierendes Spiel, sage ich dir jetzt schon. Also okay, das hole ich nicht nach. Doch, da kannst du ruhig nachholen. Das ist ein schönes Spiel, aber die Steuerung muss man sich gewöhnen. Nicht in jedem Spiel so? Ja, schon, ja. Aber bei dem Spiel besonders, weil du halt auf dem Gamepad hauptsächlich die verschiedenen Formen machst, quasi, die Angriffsformen, und dann greifst du halt auf dem großen Bildschirm an. So ein bisschen, weiß nicht. Es klingt nicht so gut. Es ist ein gutes Spiel, es ist nur komisch gesteuert, von der Steuerung, ja. Alle schlagen fehl durch. Oh fuck, bin ich am Arsch. Da nimmt der Yoshi, ne? Guck mal. Nein! Guck mal, dieser hässliche Dinosaurier da. Vor allen Dingen noch zwei Leben. Ich vermisse Yassi, die hat immer so richtig harte Beleidigungen gehabt für bestimmte Charaktere. Guck, der voll OP-Charakter, scheiß Petro. Little Fag. Das heißt, haben wir das Niveau heute nicht mehr als letztes Mal, aber ich glaube, schlechter als letztes oder niedriger als letztes Mal. Läuft alles. Das Niveau glaube ich gar nicht sein. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen für die letzten drei Parts. Alles gut. Wir sind alle schon online, also. Ja. Vor allem der letzte Part hast du irgendwie genannt, das fällt doch eh niemand an, da muss ich voll grinsen. Das war gut, ne? Das war witzig, ja. Ja, da bin ich Toad. Pikachu, ne? Ich? Ja. Das war Barry. Gut, okay. Ja, ich war Pummeluff, ja. Das männlichste aller Pokémon. Ja, Pummeluff ist nicht ganz leicht, das muss man zugeben. So, nächste Runde. Trotzdem hast du versagt. Zellos, du darfst anfangen. Mario, Samus oder Donkey Kong? Boah. Ich nehme Mario. Barry. Kann man mit Samus viel rumhüpfen? Ja, schon. Oder? Okay, dann nehme ich Samus. Okay. Dann nehme ich das Äffchen. Das Äffchen. Das kleine Äffchen. Ich bin grün. Das sind die Charaktere, die es seit dem ersten Smash-Spiel gibt. Ne? Das ist voll interessant. Retro. Tatsächlich, ja. Retro auch. Ihr denn noch Spiele für die Wii oder die Wii U, die ihr noch nachholen wollt? Vielleicht kann ich mich auch inspirieren und finde noch das ein oder andere Schnäppchen. Ich habe mir damals... Warte mal, für die Wii oder die Wii U? Beides. Pikmin 3 müsste man sich mal zulegen, finde ich. Pikmin lohnt sich, ja. Pikmin 3. Na, die ersten beiden waren, glaube ich, Gamecube und der dritte war dann... Oder Wii U. Ich weiß gar nicht genau. Ja, ne, Wii U. Ja. Ich bin ein Affe. Oh. Wollte mir die Metroid Prime Trilogie kaufen. War dann allerdings aufgrund des Preises unfassbar erschrocken. Okay. 60 Euro gebraucht. Ja, das ist wie mit Smash Bros. 1, da bekommst du auch bis für 50 Euro oder so. Gab's das nur so eine kurze Zeit oder so? Ich wollte die Metroid-Spiele eigentlich noch, also nicht alle, aber zumindest nur einen oder so nachholen, bevor jetzt der vierte rauskommt, weil ich mir den vielleicht mal holen möchte. Da dachte ich mir, diese Kollektion wäre doch optimal dafür. Aber 60 Euro ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Richtig gemein. Ja, es ist schwierig, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum das so ist. Vielleicht habe ich hier irgendwann mal Glück. Ich würde sowieso gerne mal auf den Videospielflohmarkt gehen. Einfach mal so, um mich da mit anderen Leuten auch auszutauschen. Gibt's so etwas? Ich glaube ja. Ja. Dann würde ich einfach mal da so nach Schnäppchen suchen und wahrscheinlich keine Fälle. Ach komm, die werden immer getroffen. Preise von allen Spielen bekannt sind. Ja, mehr, mehr. Verdammt! kann man ja. Doch. Oh, war das der Kater? Nein. Ich dachte, der Kater läuft dir vielleicht rum. Nein! Ich hatte Schock. Alter, warum denn ich eigentlich immer direkt? Ich bin immer gemobbt. Stopp. Los, tötet euch. Los, amüsiert euch. Hey, wieso macht der kein Schild daraus? Ja, du komisch. Bist halt ein blöder Affe. Nee, das, der hat es tatsächlich nicht gemacht. Ich dachte, du bist halt ein blöder Affe. Nicht. Ja, du bist ein blöder Affe. Ach, komm jetzt her hier. Was soll denn das? Ja, guck mal. Kugel. Guck mal, der kann kugeln. Kugel. Rakete! Kamehameha! Ich dachte, du fliegst vielleicht nochmal runter. Also ich muss sagen, es leckt immer noch ein bisschen. Ja, das leckt gar nicht. Das ist perfekt gerade. Das ist alles gelogen. Dieser Rikus will sich nur rausreden. Ja, wird sich nur rausreden. Ja, ja. Hey, der hat nicht so einen starken Smash offensichtlich. Oder sie, muss man ja sagen. Doch, der ist sehr stark, der Smash. Und Samus ist eine sie. Ja, das ist... Weiß kann ich ja eigentlich nicht wissen, ich habe ja noch nie das Spiel gespielt. Ja, stimmt, okay. Das weiß ich ja nicht. Ja, das ist legitim. Aber weiß ich das auch nicht. Ach ich so. Weiß es nur durch Smash. Meine Nase kitzelt, oh Gott. Hey, das ist eine Chance, los! Nein, warum hast du verfehlt? Nein, das ist eine aber auch nicht gegrabt wegen den blöden Bomben. So. Ey, nichts gegen meine Bomben, ja? Ja, so. hast du was gegen seine Autorität? Gegen seine Autoritätsbomben? Nein! Ciao.
Yeah! So, und guck mal, hier ist viel Runde. Wir haben Ness, Link und Luigi. Zellos, was hättest du gern? Den Luigi. Oh, ah, oh. Okay, das überrascht mich nicht. Barry? Ich nehme Link. Na, dann bin ich Ness. Okay. So, jetzt Zellos, du möchtest mal gewinnen, ne? Du hast das Einzige noch nicht gewonnen. Na, ich brauche nicht gewinnen. Ich bin immer der Gewinner der Herzen. Ah, ja, stimmt nicht. Das ist immer in jeder Folge so. Doch. Bin nicht im Drehbuch. Absolut. Du hast das geheime Drehbuch nicht bekommen. Das hab nur ich. Ich hab das mit den alternativen Enden. Achso. Hast du auch diese 13 verschiedene Endings, wie bei Chrono Trigger und so? Ja. Achso, ja, natürlich. Natürlich, okay. In dem einen alternativen Ende wird Zellos reich. Ja, yeah. Verlässt uns. Aber dann, oh, der setzt mir zu scheiße. Ich bin reich. Dieses Level, gerade ist gewählt. Aber, ja. Das ist Zufall gewesen, Junge. Ah! Also 38%. Weißt du, werde ich immer gleich gefokust, ja? Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gerecht. Gefokust? Gefokust. Longust. Gefokust Longust. Gefokust Longust. Feuerball. Nein. Yeah, der Lake hat mich gerettet. Boah. Oh, warum hat der Basie nicht getroffen? Weil Link immun gegen Baseballschläger ist. So ist das. Ach, komm schon! Cancel back throw for the win. Fuck you! Scheiße, oh Gott, die Delta-Run. Ein wenig anstrengend zusammen mit Lex. Also, sobald sich der Barry anstrengt, lebt es, alles klar. Das ist meine kleine Taktik. Schade. Wow! Alter! Kannst du mal aufhören auf mich? wenn du zu mir kommst, dann mach dich fertig. Ganz nein. Einfach. Ich war aber gerade nicht bei dir. Ich wurde kein Luigi. Ja, und ich stehe jetzt in der Mitte. Das ist super. Geht weg. Du bin ich nach oben geflogen. Meine Chance. Oh. Autsch. Deine Frozen OP. Frozen OP, nerf, please. Och, komm schon. Bitte, Lex, hört auf damit. Nein, das ist gut so. Der Barry macht es gut. Er hat noch 2 Leben. Der wird dich nassen. Ey! Warum hat dein Schwert? Warum hat das Schwert gar nicht? Okay. Das ist stumpf. Das ist stumpf, achso. Muss erst geladen werden. So. So an eine Steckdose, so batteriemäßig. Also. So, Akku geben. Nein! Ich kann da keine Kombo machen bei den Legs. Das ist gut so. Für mich schon. Ja, das für fünf. Das ist absolut okay. Gut, Baby, gut. Nein! Ich hab gar keine Kontrolle über alles, aber. Das machst du super, guck mal! Ja, guck mal! So, das nächste Match. Übrigens, ja, Glückwunsch, Barry. Dankeschön. Super gemacht. Das nächste Match wäre jetzt eigentlich das gewesen, dass jeder seinen Gewinnercharakter nochmal nimmt und wir jetzt nochmal ein Finale draus machen. Das geht nicht ganz, da Zellos nicht gewonnen hat. Ich würde mal sagen, wir suchen uns jeder einen raus von unseren Gewinnercharakteren. Ich darf mir irgendeinen Trostpflaster nehmen. Pikachu. Okay. Was möchtest du nehmen? Oh, ich hatte gerade Link, dann nehme ich wieder Pikachu. Ich nehme mal Donkey Kong und Zellos, du darfst dich jetzt entscheiden zwischen den anderen Gewinnern, also Yoshi oder Link. Yoshi sagen. Oder Link? Genau. Boah. Yoshi nehme ich nicht, ich nehme Link. Gut. Dann wird das kleine Finale dieser Folge, danach geht's dann. Weißt du, wenn Zellos gewinnt, habe ich eigentlich auch gewonnen. Dem Ende zu. Ja, genau, also es geht jetzt nur. Rein theoretisch, ob du gewinnst oder, also ob ihr gewinnt oder ob ich gewinne. Also das, was, wenn ihr gewinnt, das zählt überhaupt gar nichts. Nee, nur wenn ich gewinne. Ne, eigentlich nur Barry oder ich. Tell us, du hast versagt. Nee, du hast in 4 Kämpfen keinen Sieg errungen. Das ist Bonusrunde, es gibt automatisch Bonuspunkte im Ranking. Alles klar, alles gut. Außer der Rikus van der Longus, ja? Der kommt da. Scheiße, ist nicht, der Affe kann meine komische Attacke, die ich nicht mehr weiß, welche das ist, abwehren. Dann will ich einfach das hier. Ey Link, wir sind in einem Team. Oh, das ist Bonus Link. Seh ich gar nicht ein. Team ist nicht. Hui. Wir müssen dann den Raum mal neu aufmachen. Irgendwie ist das ja. Nee, überhaupt nicht. Ernüchternd heute. Naja, die haben wahrscheinlich die ganzen Kapazitäten oder ziehen die jetzt von der Wii U immer weiter weg. Es gibt keine Server für dieses Spiel. Das läuft peer-to-peer. Das liegt an einem von uns. Ja. Ich habe aber nichts an internetmäßig. An wem jetzt? Wahrscheinlich an mir. Ups. Wieso? Hast du schlechtes Internet gerade?
Nö, ich glaube nur meine schöne Familie benutzt jetzt schön Netflix und so und jetzt schön. Ernsthaft, wenn du aufnimmst? Ja, natürlich. Aber doch nicht Montagabend. Die haben doch keinen Respekt davor. Das war ein schöner Tod. Weg mit dir. Hat dich mal Funken geschlagen. Ach komm. Aber wunderschöner Trepper. Wunderschön. Irgendwie war es eben mit Pikachu besser oder hatte mehr Glück? Eins von beiden. Wahrscheinlich beides. Mehr Glück. Wahrscheinlich beides. Geh weg. Alter. Ich krieg heute jeden Smash von Link ab. Ist doch gut. Also. Nicht für mich. Für Link. Hey. Nein. Okay, ich bin tot. Wegen Dummheit. Ja, ich hab wegen dem Bumerang wahrscheinlich. Natürlich, wegen Dummheit bin ich gestorben. Alles gut. Komm. Trau dich, los. Aua. Yes. Oh, das war geil. Das hat er jetzt mit gerechnet, ne? Boah. Traut das kommt da sogar noch mal hoch. Wie viel der Part Smash Bros. Ist das eigentlich? Der 100. oder 50. oder so? Der 50.000. Könnte Part 70 sein. Das. Insgesamt oder mit dem. Oder nur mit dieser Together-Runden hier? Also insgesamt von allen. Boah, komm schon. Das. Also beim 100. müssen wir irgendwas machen. Donkey Kong ist OP, beim 100. Ja, da lass ich mir was einfallen. Okay. Also nicht einfach nur kämpfen, sondern da muss irgendwie. Gast oder. Man geht ja nicht bei vier Leuten, wenn wir dann zu viert sind. Na gut, geht alles. Das geht alles. Das werden wir erzählen, wenn es soweit ist. Das war's für heute. Stellos, alle sind von dir enttäuscht. Ja, ich weiß, sogar besonders vor ich. Also ich hole mir jetzt erstmal ein Bier, ja. Also ich möchte alle Zuschauer verabschieden, möge die Liebe von Rebrianten euch weiter strahlen. Ja. Das ist ein Insider. Ah, okay. Den ihr nicht versteht. Ja, nee. Ist in Ordnung. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao.